Ich weiß gar nicht, wie lange machst du normalerweise? 25, 30? Oder wie lange machst du? Ich bin tatsächlich ein langer Podcast, deswegen. Echt? Hier, aber das ist immer abhängig davon, wie viel Zeit. Ich habe heute einen Gast, von dem ich, sagen wir mal, selbst nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass er sich einfach so die Zeit nimmt. Nachricht geschrieben, hast du Bock drauf? Jo, klar, lass machen. Ach du, eigentlich ist es, hat es viel mit Selbstrespekt zu tun. Ja? Also wenn ich mich selber respektiere und mich selber wertschätze, dann bin ich es mir ja auch wert, diesen Gewinn nachher zu haben. Mhm. Und deswegen fand ich Aufgeben immer eine Selbstbestrafung. Und das war für mich einfach nicht drin. Ich würde ein bisschen differenzieren bei dem, was du gesagt hast. Das ist meine persönliche Auffassung. Da müssen wir uns auch nicht drüber einig werden. Ist, dass ich schon glaube, dass wir mit gewissen Tendenzen geboren werden. Das lässt sich auch durch DNA und so weiter einfach belegen. Aber auf der anderen Seite viel Verhaltensweisen erlernt sind. Also ja. Das heißt, wir adaptieren sozusagen die Verhaltensweisen unseres Umfeldes, glaube aber schon, dass wir so gewisse Tendenzen im Herzen tragen, mhm. ob jemand tatsächlich eher so ein roter Typ ist, der einfach immer vorangeht und mhm. aggressiv ist und auf der anderen Seite vielleicht eher jemand ist wie ich, der so auf Unterhaltung und Menschen und solche Sachen steht. Und ja, also von daher glaube ich nicht, dass ich mir das irgendwie besonders, also es kann natürlich sein, dass viele Verhaltensweisen auch aus dem selbstständigen Haushalt übermittelt werden, ne, von wegen dranbleiben und so, das glaube ich vollkommen, da bin ich ganz von überzeugt.